Moin Leute, PyrosID hier mit einem Fortnite-Video, in dem ich euch zeige, wie ihr ganz einfach den Performance-Modus aktiviert und damit deutlich mehr FPS aus eurem Spiel holt. Nicht vergessen Leute, wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr neu da seid, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach in die Kommentare damit. So, dann lasst uns mal loslegen und zwar mit den Basics. Was bringen eigentlich mehr FPS? Ich bin jetzt kein Profi auf diesem Gebiet, daher will ich hier nicht zu technisch werden, denn ich will euch auch nichts Falsches erzählen. Aber mehr FPS sorgen ganz allgemein unter anderem für flüssigere Animationen, weniger Ghosting, weniger Tearing und eine geringere Systemlatenz. Man kann also vereinfacht sagen, dass mehr FPS besser sind und sich positiv auf euer Spiel auswirken können. Bedenkt hierbei aber, dass euer Monitor auch mitspielen muss. Ihr könnt 1000 FPS haben, wenn euer Monitor nur 60 Hertz hat, dann bringen euch mehr als 60 FPS theoretisch nichts. Ich sage hier extra theoretisch, denn bei einem 60 Hertz Monitor sind 60 Bilder pro Sekunde das Limit, diese kommen aber nicht immer konstant an. Daher kann es auch Sinn machen, ein Spiel trotz 60 Hertz Monitor mit mehr FPS laufen zu lassen, damit die einzelnen Bilder gleichmäßiger ausgespielt werden, wodurch das Bild wiederum etwas ruhiger wird. Die Unterschiede sind hier aber sicherlich minimal, daher probiert am besten einfach aus, was sich für euch besser anfühlt. Wenn ihr übrigens generell Interesse an Infos rund um Fortnite habt und zum Beispiel immer schon einmal wissen wolltet, welches die Top 10 der seltensten Skins aller Zeiten sind, dann klickt jetzt einmal oben rechts auf das i oder auf den Link in der Beschreibung, denn dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. So, dann aber mal weiter im Text. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, was euch mehr FPS bringen und könnt einschätzen, ob mehr FPS bei eurem System überhaupt Sinn machen. Daher zeige ich euch jetzt, wie ihr den Performance-Modus aktiviert. Dafür geht ihr einmal auf Einstellungen und stellt dann im Bereich Grafik den Rendering-Modus auf Performance. So, da ist er. Die Hinweise, dass ihr euren PC neu starten müsst, könnt ihr einfach bestätigen. Wichtig, je nachdem wie eure aktuellen Einstellungen sind, müsst ihr möglicherweise den Grenzwert der Bildfrequenz auf unbegrenzt setzen und VSync deaktivieren. Solltet ihr das in den Einstellungen eurer Grafikkarte auch aktiviert haben, man kann die FPS ja auch global, also für das ganze System begrenzen, dann müsst ihr das natürlich auch dort deaktivieren. So, das hätten wir. Ich starte Fortnite mal eben neu. So, das Spiel ist jetzt neu gestartet und ein Blick in die Einstellung verrät uns schon, ziemlich genau, was uns gleich zu erwarten hat. Viel grafischer Schnickschnack wurde nämlich runtergestellt. Aber schauen wir uns das mal im Spiel an. Damit ihr die Unterschiede schön vergleichen könnt, zeige ich euch gleich drei In-Game-Szenen. Immer erst einmal mit meinen normalen Einstellungen, die auf 60 FPS limitiert sind, und dann mit aktiviertem Performance-Modus. Wichtig, es geht mir hier bei diesem Vergleich jetzt nicht um die Mehr-Performance, die ihr bekommt, denn die ist von System zu System unterschiedlich. Das müsst ihr einfach bei euch selber schauen. Sondern jetzt möchte ich euch zeigen, was euch dieser Performance Boost kostet. Let's go! So, hier sind wir schon auf der Brücke in Misty. Und ja, oben rechts, links neben der Map, sieht man die FPS-Zahl. Ziemlich konstant 60 FPS. DirectX 12, so wie ich immer spiele. Okay. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal im Performance-Modus an. Und ja, man sieht schon, die Performance oder die FPS sind deutlich höher. Über 150 FPS teilweise. Mal gucken, wie hoch es noch geht. Aber man sieht auch sehr, sehr gut, woher die Performance kommt. Das Spiel sieht doch ein bisschen anders aus. Über 200 FPS teilweise. Ja, gucken wir uns das gleich nochmal im direkten Vergleich an. Und hier sieht man eigentlich optimal, was so die Unterschiede sind, die dann auch die Performance bringen. Also links DirectX 12, rechts, ja, sieht vielleicht so ein bisschen so aus wie auf dem Handy, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Bauen an. So sieht es normal aus, relativ unspektakulär. Und jetzt einmal im Performance-Modus. Da sieht man schon, sieht irgendwie ein bisschen kristalliger aus, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es das ist. Aber
Ja, sieht nicht ganz so transparent aus. Und hier noch einmal im direkten Vergleich. Ja, ich würde sagen, beim Bauen sind die Unterschiede nicht so störend wie das Gesamtbild. Also zumindest mich stört es nicht ganz so doll. Dann schauen wir uns hier auch einmal die Map selber an im Landeanflug, wie das so aussieht. Hier sieht man eigentlich relativ viel von der Map und auch ziemlich viele Details auf der Map selber. Ja, ist alles schon da. Ja, Wasser sieht auch ganz gut aus. Und dann mal gucken, hier das Ganze im Performance-Modus. Ja, sieht alles ein bisschen gröber aus. Man sieht auch die Sachen laden nach, also da lädt deutlich mehr nach als vorher. Die Sachen poppen später auf. Ja, und das Wasser, finde ich, fällt mir irgendwie am deutlichsten auf. Genau. So, im Performance-Modus mal gucken, wie es gleich nebeneinander nochmal aussieht. So, hier nochmal der direkte Vergleich. Links, wie gesagt, DirectX 12, rechts der Performance-Modus. Ja, also ich denke, der grafische Unterschied hier ist deutlich zu erkennen. Ja, kann man sagen. Also ist grafisch doch ein deutlicher Unterschied. So, das war's auch schon mit dem Vergleich. Ich denke, dass wir abschließend festhalten können, dass der Performance-Modus eine nette Sache ist, um für mehr FPS zu sorgen, aber visuell doch auch einen heftigen Preis hat. In der Realität fallen die Unterschiede sogar noch krasser aus als im Video, denn zum einen haben YouTube-Videos maximal 60 Bilder pro Sekunde, der Performance-Modus ist live also deutlich flüssiger als im Video, und zum anderen nehme ich für YouTube in 720p auf und skaliere auf 1080p bei verringerter Qualität. Fortnite wirkt bei mir live also nochmal deutlich schöner als im Video gezeigt. Am besten schaut euch das aber einmal selber auf eurem System an. Ich weiß, dass kompetitive Spieler oft alles runterstellen, um möglichst wenig Ablenkung und möglichst viel Performance zu haben. Ich persönlich bin aber kein Pro und bevorzuge eine schönere Grafik. Entscheidet ihr einfach für euch, was euch am meisten Spaß macht. So Leute, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft weitere Videos von mir zu Fortnite sehen wollt, dann lasst wie gesagt gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Ich denke, ihr kennt das Spielchen. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne meinem Discord joinen und meinen anderen Kanälen folgen. Auf Twitter oder Facebook zum Beispiel poste ich aktuell täglich News zu Fortnite. Auch diese Links findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank für euren Support.